Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Trennung der UTIL-MD, also eines Edifact-Nachrichtentyps in der Marktkommunikation im Datenaustausch zwischen Energieunternehmen. Und zwar wird die jetzt getrennt in Richtung Strom und Gas. Also die Sparten werden auseinandergezogen. Das ist durchaus eine Neuerung. Das war in der Vergangenheit nicht so, sondern in der Vergangenheit haben wir die Trennung eher vollzogen nach, ich sag mal, Anwendungsgebiet. Ja, also ob es eher um Lieferantenwechsel oder WIM, also Wechselprozesse im Messwesen oder MABIS oder Netzbetreiberwechsel oder Stammdatenänderung ging. Wir haben aber, und das schauten wir uns schon an anderer Stelle an, eine Mitteilung Nummer 31 zu den Datenformaten zur Abwicklung der MAKO. Da ging es eigentlich um die Änderungen zum 1. April 2023. Ne? Das Video habt ihr hier auf YouTube auch gesehen. Aber, was ich damals schon erwähnt habe, hier gibt es ja so einen Unterpunkt, Umsetzung 1.10.23, also in einem knappen Jahr. Und das ist die Trennung der UTIL-MD in die beiden Sparten Strom und Gas. Also MABIS ist ja auch Strom, also diese drei Stromdokumente und die beiden Gasdokumente. Wie sieht das denn bisher aus? Also wenn wir bei Ediet Energy mal nachschauen und dann entsprechend zur UTIL-MD gehen, wir scrollen also einmal so lange, bis wir wie immer kaum noch unseren Finger spüren, weil es so viele Dokumente gibt. Dann sind wir hier bei der UTIL-MD ab hier angekommen. So. Und dann sehen wir, okay, es gibt die MEG, das ist das Implementierungshandbuch, das gibt es aber nur einmal. Beziehungsweise gibt es hier die konsolidierte Lesefassung, die informatorische Lesefassung und die auch nochmal als konsolidierte Lesefassung ignorieren. Ne? Also es gibt einmal das MEG, das sind einfach nur verschiedene Varianten inklusive oder exklusive Fehlerkorrekturen. So. Dann gibt es aber die Anwendungshandbücher, die AHBs. Und dann wird es ja interessant. Wir haben Einspeiser, wir haben GBKE, GD Gas, das sind also die Lieferantenwechsel. Wir haben die MABIS, das sind die Bilanzierungsprozesse im Strombereich. Wir haben Netzbetreiberwechsel, wir haben Stammdatenänderungen und wir haben die WIM-Wechselprozesse im Messwesen. Na, darunter gibt es nur noch die UTTS, alles andere sind UTIL-MD Anwendungshandbücher hier. So. Das ist der Status quo. Ne? Wir sehen ja hier an der Seite auch, die sind ab dem 1.10.22, also seit letzten Monat, gültig. Nun ist es ja aber so, das haben wir an verschiedenen Stellen auch schon erwähnt, dass die Sparten Strom und Gas sehr unterschiedlich behandelt worden sind in der Regulatorik, in der Marktkommunikation, in der Weiterentwicklung durch nicht nur Gesetze und Verordnungen, sondern vor allem durch unsere Marktregeln. Also während wir eine GPKE, was ja die Lieferantenwechsel und Stammdatenprozesse sind für den Strombereich, während wir die in den letzten Jahren mehrfach angepasst haben, zuletzt ja Ende 2019 in der MAKO 2020 und nun wieder in der MAKO 2022, ist eine GD Gas seit einigen Jahren fast nicht mehr berührt worden. Eine WIM-Strom wird immer mal angefasst. Eine WIM-Gas gibt es gar nicht mehr, ganz streng genommen. Eine MPES auch ab und zu angefasst und eine MABIS auch sehr detailliert, während eine GABI-Gas zum Beispiel halt deutlich weniger durchdringbar ist und eigentlich auch auf sehr, sehr alten Regeln von 2014, wenn ich es mich recht entsinne, immer noch fußt. Das hat ein bisschen was mit dem Smart Meter Rollout zu tun. Ne? Also der hat natürlich einen starken Fokus erstmal auf Strom gesetzt und das jetzt irgendwie auf dem Weg zu sagen, naja, eigentlich kann der alle anderen Sparten genauso abbilden. Aber dennoch, naja, muss man in der Realität sagen, unsere Prozesswelten sind im Strombereich deutlich weiter detailliert und greifbar. Im Gasbereich weniger. Und deswegen gibt es nun hier die geplante Trennung Strom und Gas. Deswegen, weil einfach hier die Stromwelt deutlich detaillierter ist. Dann haben wir hier, um das besser erkennen zu können, die, ich sag mal, Vorsilbe S unter den Message Implementation Guides. Also die S1.0 weist darauf hin, dass das Strom ist in der neuen Version 1.0, Gas G1.0 weist darauf hin, dass es dann Gas ist. 1.0 ist dementsprechend wichtig. Bisher waren wir bei der UTIL-MD bei der Version 5.2e. Diese Version steht dann auch in jeder Edifact. Ne? Ganz am Anfang in der Kopfzeile haben wir den Hinweis, es handelt sich um eine UTIL-MD in der Version 5.2e, ne, aus diesem Implementierungshandbuch. Und in Zukunft steht dann da eben nicht eine allgemeine 5.2e, sondern steht dann, ist es S1.0 oder G1.0. Diese MEGs beschreiben, wie die einzelnen Segmente dieser Nachricht aufgebaut
werden und wie das gemeint ist, was da drin steht. Also was kann da reingeschrieben werden, in welcher Syntax wird das aneinander geführt und wofür ist das da. Während die Anwendungshandbücher eher beschreiben, in welchem konkreten Anwendungsfall muss ich welche Konstellation zusammenschreiben. Also was sind dann die Pflichtfelder bei einem Lieferantenwechsel? Was sind die Pflichtfelder bei einer Standardänderung? Was sind die Pflichtfelder bei einer ganz anderen Nachricht? Ne? Dafür ist dann das AHB gut. Gucken wir einfach mal rein und vergleichen das. Ich würde, weil das Implementierungshandbuch ja so das führende Dokument für das Gesamtverständnis ist, dort zu Beginn reinschauen und einfach mal vergleichen, wie viele Seiten haben denn Strom und Gas. Wenn ich das MEG für Strom gehe, haben wir 473 Seiten. Ne? Das ist hier die Version S1.0. Hat 473 Seiten. Die Gasvariante G1.0 hat 164. 473 versus 164. Deutlicher Unterschied. Wie gesagt, haben wir im Strombereich deutlich mehr Ausprägung in den letzten Jahren mittlerweile auch schon erleben können. Wenn wir da mal in die Anwendungshandbücher reinschauen, und da war ja zu beachten, dass wir ein allgemeines für Strom haben und dann nochmal eins für MAPIS, wo also die MAPIS-Prozesse einfach nochmal ausgesondert werden, können wir das auch zusammenrechnen. Das allgemeine Anwendungshandbuch hat 810 Seiten. Und MABIS hat dann nochmal 132. Also sind wir so bei 940 Seiten in etwa. Während das Anwendungshandbuch Gas bei 335 Seiten nur ist. Streng genommen, warum hat man jetzt hier Strom getrennt? Naja, wahrscheinlich auch, um einfach die Dokumente dann doch nochmal voneinander auseinanderhalten zu können. Aber eigentlich hätte man das aneinanderfügen können und wären es halt einfach nur 940 Seiten. Aber das ist dann vielleicht auch ein bisschen viel. Okay. Wie gehen wir hiermit im Weiteren um? Die Anwendungshandbücher haben ein Inhaltsverzeichnis, welches darauf hinweist, welche konkreten Prozesse darin abgebildet sind. Also wenn man hier so ein bisschen runterscrollt, kommt man dann in das Inhaltsverzeichnis und dort sind dann die Prozesswelten, die Bereiche, über die man hier spricht. Ne, Regeln zu einzelnen Anwendungsfällen ist erstmal so ein allgemeines Einführungsplapla und dann kommen wir zum Relevanten. Stammdatenänderungen vom Verantwortlichen ausgestattet, Kapitel 6. Stammdatenänderungen vom Berechtigten ausgestattet, Kapitel 7. Dann GPKE, MPES, WIM, Netzbetreiberwechsel, und die neuen Themen Ladungsvorgangsschaffe, bilanzielle Energiemengenzuordnung. Was haben wir auch schon mal auf dem YouTube-Kanal gemacht? Da geht es ja darum, dass wir den einzelnen Ladevorgang an einer öffentlichen Ladestation in der Elektromobilität an einen beliebigen Versorger bilanziell zuordnen können. So. Diese Kapitel hier, abgesehen vom letzten neuen, sind ja nichts anderes als die UTMD-AHBs, die wir hier hatten. Ne? Einspeiser, GWKE, MABIS und so weiter. Die sind jetzt hier einfach nur zu den einzelnen Kapiteln geworden. In diesen Kapiteln sind dann die Prozesse, die es im Strombereich gibt. Jetzt gibt es ein paar Prozesse, die gibt es nur im Strombereich und andere gibt es nur im Gasbereich. Das ist dann vor allem der Unterschied in den Inhaltsverzeichnissen von den AHBs für Strom und Gas. Wenn ich also hier sehe, na, ich habe meine Themen zur WIM, unser MPES, unser GPKI. Naja, MPES werde ich garantiert bei Gas nicht finden. Und eine GEDI hat andere Prozesse als eine GPKE. Ne? Das ist dadurch dann schon relativ schnell klar, worum es hier geht, warum man das so trennt. Na, wenn ich also bei der Gas mal ein bisschen runterscrolle, sehe ich dann zwar auch Stammdatenänderungen vom Verantwortlichen und vom Berechtigten. Und dann die GEDI, na klar, mit den Wechselprozessen. Und dann die WIM, sehr knapp. Und dann nur noch Netzbetreiberwechsel. Und das war's dann. Keine MPES, natürlich keine MABIS, keine Elektromobilitätsgeschichten. Ganz klar. Und ansonsten etwas kürzer in den anderen Bereichen. Das ist also erstmal der Hauptunterschied. Ansonsten funktionieren diese Dokumente natürlich genauso, wie wir sie bisher schon kannten. Wenn ich dann runterscrolle, habe ich hier meine Dokumente in der eigentlichen Prozesswelt, in der ich gerade bin. Na, hier bin ich gerade bei eben noch Stammdatenänderungsthemen. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Hier, Anmeldung zum Beispiel. Anmeldung, Netznutzer. Das ist genauso wie immer. Das ist halt aber nur der Gasbereich. Hier muss dann also auch nicht mehr in den Hinweisen unterschieden werden zwischen Strom und Gas, was ansonsten oftmals der Fall war, sondern jetzt ist einfach nur noch hier die Spalte für meine Anmeldung der Netznutzung, die ich als Lieferant an den Netzbetreiber schicke für einen Gaskunden. Das ist einfach nur noch Gas.
wenn ich jetzt dasselbe finden wollen würde im Strombereich für den Stromfall, dann muss ich halt danach suchen, Anmeldung MN. Dann dauert das bei den 810 Seiten in Zweifel mal kurz. Dann haben wir es hier einmal, genau, dann haben wir es hier auch schon. Ne? Anmeldung NN ist genau das gleiche. Lieferant an Netzbetreiber, nur eben natürlich jetzt der reine Strombereich. Hier gibt es also keine Hinweise mehr auf die Unterschiede zum Gas. Das ist der zentrale Unterschied. Ansonsten ändert das ja überhaupt nichts. Theoretisch ist es für die Lesart nicht uninteressant, weil wir hier dann in den Ergänzungen, in den Bedingungen, also nicht mehr die Unterscheidung zwischen Strom und Gas finden müssen. Das kann das entschlacken an der einen oder anderen Stelle. Und natürlich, wenn ich bei einem reinen Stromversorger bin, dann interessiert mich halt auch nur noch dieses AHB für Strom und auch nur noch das MEG für Strom. Klar. Wenn ich bei einem reinen Gasversorger bin, andersherum. Klar. Aber am Ende des Tages macht es unsere Welt nicht unbedingt einfacher. Allerdings waren wir eh schon dort angekommen, dass wir Strom und Gas stark voneinander unterscheiden mussten. Jetzt läuft es halt darauf hinaus, dass in den IT-Systemen implementiert wird, ne, kommt eine UTMD rein, dann steht halt bei der am Anfang da, dass es sich um eine S1.0 handelt oder um eine G1.0. Und dann weiß das IT-System, okay, das ist dann eine UTMD für den Gasbereich. Wenn es eine ist, dann weiß ich, ich muss die Prozesse aus dem AHB Gas suchen und finden und in meinem System abbilden. Für die, ich sag mal, denkbar einfache und unkomplexe IT-Systeme bisher hatten, ist das also auf jeden Fall ein Schritt in die Komplexität. Das macht es nicht einfacher. Für den Mitarbeiter und für die Mitarbeiterinnen ist es natürlich genau das, was sie schon immer gelebt haben. Wir haben einfach schon immer in den letzten Jahren Unterschiede in der Behandlung von zum Beispiel einem Gaslieferantenwechsel und einem Stromlieferantenwechsel. Fristen sind unterschiedlich, verschiedene Angaben sind unterschiedlich, ganz klar. Kennen wir schon so. Das ist also am Ende des Tages in dieser Entscheidung zum 1. Oktober 2023 ein nicht überraschender Schritt, diese Trennung der UTMD in die beiden Sparten vorzunehmen. Es ändert natürlich was im IT-System und in der Steuerung des Datenaustauschs, klar. Aber es ändert eigentlich überhaupt gar nichts an der Bearbeitung durch uns Sachbearbeiter und uns Mitarbeiter in der Branche. Also, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, wenn man sich bisher sowieso schon ausgekannt hat mit den Dokumenten, ist es jetzt einfach nichts anderes, außer dass man diese Bereiche trennt. Braucht man nur noch ein Dokument, wenn man nur noch Strom sich anschauen will. Man braucht nur noch ein Dokument, wenn man sich nur Gas anschauen will. Okay. Ansonsten wie immer, man muss das dann raussuchen, was einen interessiert. Wenn man hier in den aktuell gültigen Dokumenten ist, und ich habe gerade beim Hochscrollen gesehen, wie viel das hier ist, dann haben wir halt die bisherige thematische, kategorische Trennung der UTMD. Wenn wir dann hier runterklicken in die zukünftig gültigen Dokumente und dann wieder runter scrollen zur UTMD, dann sehen wir ja, dass es hier MIG-Gas, MIG-Strom gibt als Unterscheidung und dann AHB-Gas, AHB-Strom und AHB-Mavis, dann ist hier nicht mehr ganz so viel zu scrollen, klar. Aber der Inhalt ist halt dann größer. Habt ihr eine Meinung dazu? Also findet ihr das gerade hilfreich? Findet ihr das sinnvoll? Ist das egal? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Ich selbst bin halt auch ein bisschen zwiegespalten. Ne? Also es kommt auf die Lesart an. Wenn ich sowieso in beiden Sparten unterwegs bin, ändert sich für mich eigentlich überhaupt gar nichts. Wenn ich ein reiner Strom- oder Gasversorger bin, dann kann es ein bisschen die Arbeit erleichtern oder das Lesen der Dokumente erleichtern. Ansonsten ist es IT-technisch nochmal ein Aufwand, das jetzt einfach ein bisschen zu trennen und dann die Prozesswelten besser ansteuern zu können. Okay. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen dazu habt oder Meinungen dazu habt. Ansonsten, like das Video und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke so wie immer. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.